Brüder und Schwestern, ich habe wirklich die Schnauze voll. Ja? In der Bibel steht, dass wir Christen das Recht dazu haben, Sklaven zu besitzen. Das ist unser gottgegebenes Recht. Nun, Deutschland wurde christlich aufgebaut, von Christen gegründet. Dies ist ein christliches Land und wir haben ein Recht dazu, in diesem freien Land unsere Freiheit auszuleben, Sklaven zu besitzen. Es steht in der Bibel, es ist von Gott so gewollt. Und diese liberalen Politiker, die wir haben, die haben kein Recht dazu, uns Vorschriften zu machen, denn unsere Politiker sind niemals klüger als Gott. 3 Mose 25, 44. Willst du aber leibeigene Knechte und Mägde haben, so sollst du sie kaufen von den Heiden, die um euch her sind, und auch von den Kindern der Gäste, die Fremdlinge unter euch sind, und von ihren Nachkommen, die sie bei euch in eurem Land zeugen, dieselben mögt ihr zu eigen haben, und sollt sie besitzen und eure Kinder nach euch zum Eigentum für und für, die sollt ihr leibeigene Knechte sein lassen. Aber von euren Brüdern, den Kindern Israel, soll keiner über den anderen herrschen mit Strenge. Viele Leute meinen, dass das große Unglück angefangen hat in den 60er Jahren mit der Studentenbewegung. Aber wer momentan in der Hölle sitzt für seine Verbrechen, ist Abraham Lincoln. Denn er hat Gottes Gesetz abgeschafft, indem er die Sklaverei verboten hat. Nun, lass uns einfach mal überlegen, was man alles für Probleme lösen könnte mit der Sklaverei. Ist jemand arbeitslos? Verkauft ihn an die Sklaverei? Illegale Immigranten? Macht sie zu Sklaven? Feministin? Macht sie zu Sklaven? Was man mit Dieben machen kann, steht in Exodus 22,3. Ist aber die Sonne über ihn aufgegangen, so soll man das Blutgericht gehen lassen. Es soll aber ein Dieb wiedererstatten, hat er nichts, so verkaufe man ihn um seinen Diebstahl. 2 Mose 21, 2. So du einen hebräischen Knecht kaufst, der soll dir 6 Jahre dienen. Im 7. Jahr soll er frei ausgehen, umsonst. 2 Mose 21, 7. Verkauft jemand seine Tochter zur Magd, so soll sie nicht ausgehen wie die Knechte. Also ich persönlich finde es eine riesengroße Dummheit, dass Familien mit 3 oder 4 Töchtern nach der Bibel sollte diesen Familien erlaubt sein, 1 oder 2 Töchter als Mägde zu verkaufen. Und das hilft ja auch den Familien. Epheser 6,5, ihr Knechte, seid gehorsam euren leibeigenen Herren mit Furcht und Zittern in Einfalt eures Herzens als Christo. Nicht mit Dienst allein vor Augen, als den Menschen zu gefallen, sondern als die Knechte Christi, dass ihr solchen Willen Gottes tut von Herzen, mit gutem Willen. Lasset euch dünken, dass ihr dem Herrn dienet und nicht den Menschen. 1 Timotheus 6, Vers 1. Die Knechte, so unter dem Joch sind, sollen ihre Herren aller Ehre wert halten, auf dass nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werde. Titus 2,9. Den Knechten sage, dass sie ihren Herren untertänig seien, in allen Dingen zu Gefallen tun, nicht widerbellen, nicht veruntreuen, sondern alle gute Treue erzeigen, auf dass sie die Lehre Gottes, unseres Heilandes, zieren in allen Stücken. So, was soll man dazu noch groß sagen? Gottes Befehle sind eindeutig und ich persönlich habe genug von Leuten, die denken, sie wissen es besser als Gott. Es ist Zeit, dass wir Christen aufstehen und uns unser Land zurückholen.